Ich will nicht sagen, aber ich glaube, wir werden ein bisschen zeitlich überziehen, wenn wir das noch alles durchziehen. Also mir macht das nichts aus, haben wir kurz gesagt. Ja, haben. Scheiß drauf, Alter. Ich habe jetzt hier so einen fetten LKW, Junge. Das war, ich habe mir die Arschritze voll geschwitzt, Junge. Das muss ich jetzt, da müssen wir jetzt auch ausnutzen. Ja, weißt du, ohne Spaß. Als wenn ich da nicht mehr geschwitzt hätte, die ganze Zeit so ruhig zu bleiben, voll zu labern. Also, merkt man halt, weißt du? Also auch für alle Zuschauer, Let's Plays machen bringen wird, ja? Dann will ich dir einfach Bescheid, wie es läuft. Da kommt einer auf mich zugerannt. Echt jetzt? Okay, ich bin weg. Oh, ich warte doch mal, ich will nichts. Ich will nichts verstehen, ich will doch nichts machen, ich will nur was fragen, alles gut. Ich will nichts. Oh, warte. Ich glaub dir nicht! Ich glaub dir nicht! Ja, warte. Weißt du, er hat gesehen, dass hier ein fetter Truck steht und dachte, er könnte mal kurz die Lage ausspähen, zu wie viele Leuten wir hier sind, wa? Ja, Kollege, das hättest du wohl gerne. So läuft das aber nicht. Erstmal den Wagen wieder abschließen. Muss ich sagen, so ein bisschen schwitzig ist mir ja schon, weil wir der weiten Strecke waren. Jetzt kommt er wieder! Ach, das sind nur 2,8 Kilometer, ey. Ja, der kommt wieder. Plus bis zum ATM. Läuft gerade über das Feld. Ja. Oh, da muss vorne hin. Ja, da müssen wir zuerst hin sogar. Jetzt hat er wieder zurück. Alter, ist das ein Mongo. Was ist Spasti, ey? Was passiert da eigentlich bei euch? Ja, pass auf, die Typen in dem Helikopter, da ist einer von uns zugerannt. Ich will nur was fragen, Mann. Das ist der Son Goku, der kennt auf jeden Fall meinen Namen. Das ist auch voll der Spacken. Das, was er eben im Chat geschrieben hat, das war nur Geflame und bla. Dem würde ich kein Stück trauen. Nee, tue ich auch nicht. Der soll sich mal schön verpissen. Mann, platt. Nee, dann sieht das ja jeder. Die sollen wegfliegen, die Arschkekse. Echt mal, die sollen einfach abhauen. Ich will nur was fragen. Weißt du, ja. Wir haben zwei Helis, ja, aber Bram so wollte auch nur was fragen. Ja, eben, Bram wollte nämlich auch nur was fragen. Hast du unseren Offroader noch? Hat der dann auch einen geklaut? Oh Mann, da ist. Verkaufe Hunter bis zum Server Restart 40. Eine coole Sache. Kann sein, dass die Polizei den Zeitchat gar nicht lesen darf oder nicht darauf reagieren darf. Keine Ahnung. Das wäre. Ich guck mal hier. Hadi, wie ist da die Lage? Die sind immer noch nicht weggeflogen, ne? Aber den Typen sehe ich auch nicht. Ansonsten sagen wir, wir verkaufen Hemd für. Also wir sind zu viert, ne? Ja, sagen wir mal für 120.000, ne, nicht 120.000, ja. Für 800.000 oder so. Aber ich schreibe das daran, sondern jemand von euch, weil ich weiß ja nicht, wie die History da ist. Irgendwie. Ja, ja, Hauptsache nicht du. Oh, da steht auch, Zivilisten können verhaftet werden, wenn sie in Rucksäcke oder Fahrzeuge von Polizisten gucken. Hammer. Boah, können die jetzt mal endlich wegfliegen, ey? Wie viel passen ja, die? Ja, ich verstehe das auch nicht, was das soll. Das hat, also bei uns hat das auch einiges gedauert. Sehen die euch denn überhaupt? Ja. Nein, klar. Motor ausgemacht. So, einer fliegt weg. Ich komme ja extra ohne Waffe da an. What the fuck? Ach so, die haben Waffen, aber er bringt seine einfach. Ja, das ist natürlich nett. Dann vertraue ich dir natürlich noch mehr, Junge. Ja, die gehören auf jeden Fall zu den Rebellen. Die haben auch diese Rebellen-Helis. Oder zu irgendeiner anderen Gang oder so. Die fliegen weg. Peter. Ja, Gott sei Dank, ey. Einfach gelernt, niemandem zu vertrauen, wa? Oh ja. Nur weil man selber Verbrecher ist, heißt man nicht, dass man nicht Opfer eines Verbrechens werden kann. Ja, richtig. Moment mal.
auf den Serverregeln hier bei Polizeiregeln bei Kontrollen ist Punkt Nummer 7. Falls sie einer Durchsuchung nicht zustimmen, musst du sie laufen lassen, ohne sie oder das Fahrzeug zu durchsuchen, außer es gibt einen begründeten Verdacht auf eine Straftat. Also von wegen hier erstmal festnehmen lassen und dann... Was ist der Rest wieder auf Englisch? Ich hab irgendwie Schiss, dass einer von denen zurückgeblieben ist. Was, wenn die mit dem Heli da waren? Ja gut, die können ja wiederkommen. Vielleicht haben die sich abgesprochen und sagt, ich bleib hier mit Waffe, guck, dass ich die beiden wegknall und dann klaue ich mir den Laster oder so eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du also, meinst. Also man muss ja hier wirklich echt mit allem rechnen. Das ging auch schnell. Ich muss ja nur Geld abholen. Ich wollte jetzt keinen Bausparvertrag abschließen. Wenn ich jetzt sterbe, wäre das mega ärgerlich. Nee, sag es nicht. Wie viel Cash habt ihr denn gemacht? Ja, noch gar nichts. So. Ich habe gerade erstmal 50.000 abgehoben, damit ich auch eine Lizenz habe. Die wollte ich mir sowieso noch kaufen. Was für eine Lizenz? Ja, die Koks-Lizenz. Eine Veredelung. Ach so. Oh, Peter, ey. Ich guck mich die ganze Zeit um, ob nicht irgendwo sich einer ranschleicht, ey. Aber du sammelst trotzdem, oder? Ja, klar sammel ich. Wahrscheinlich tust du es nicht, wa? Ich nicht. Am Arsch! Ich mach das hier nicht alles alleine. Ja, komm, warte, ich steig aus. Das dauert nämlich ein bisschen, bis wir die Scheiße voll haben. Und je eher wir hier weg sind, desto besser. Kann man sich währenddessen bewegen? Oh, das ist super. Ja. Sammler Kuckerblätter. Halt Brötchen backen. Deswegen laufe ich hier so behindert hin und her die ganze Zeit. Leute, ich brauch 20.000 aus dem Rücken. Seit wann habe ich den denn? Bram, da oben ist ein Heli. Da landet gerade ein Heli. Moment, da kommen zwei Helis. Das sind die, die an der Kuckerverarbeitung ja. Alter, wie schnell das sind die? Sein. Das sind die Helis. Mhm. Und da laufen noch welche rum. Da laufen noch welche rum an der Halle. Stimmt, da unten die Autos. Das sind der weiße und der rote. Der weiße und der blaue, die uns von auch schon entgegengekommen sind. Stimmt. Ja, ich glaube, die zwei Helis, die landen hier gerade, die bei euch weggeflogen sind. Ah, die sammeln wahrscheinlich im großen Stil, ey, ohne Spaß. Ja, was meinst du, wie viel Kohle die gerade pro Minute machen, ey? Oh ja. Wir warten einfach hier. Geht richtig ab. Ganz gut. Wo ist der andere? Der fliegt noch da ganz unten in der Luft bei mir. Ja eben, der war noch weiter hinten. Der landet jetzt. Wir müssen uns echt beeilen, Alter. Wie schnell die das jetzt gemacht haben, Alter. Ja, die haben quasi fast den Weg, den wir vom ATM hierhin gebraucht haben, haben die für den Weg von der Plantage bis zur Verarbeitung gebraucht. Ohne Scheiß, das Koks sammeln mit dem Laster wird niemals funktionieren. Warum? Weil wir so mega auffällig damit einfach nur sind. Ja, man kann auch mal ein bisschen Glück haben. Ja, finde ich auch. Ich finde, das steht uns. Ja, wobei, allein das Ding zu klauen war schon ein bisschen Glück. Ja, natürlich auch viel Skill, aber auch ein bisschen Glück. Das stimmt. Der zweite. Da kommt einer! Alter, mach okay. Mich nervös ja. Hier, ey. Okay, ja, essen. Bitte. Ich hab gleich kein Essen. Wir wollten gerade veredeln. Wir wollten gerade veredeln. Okay. Ah, okay. Also die Typen von dem Heli, der kam gerade angelaufen und sagte so, ja, hier veredeln könnt ihr machen. Ja, aber wir sind auch nur ein Offroader, wa? Ja, okay, komm, scheiße, wir riskieren das mal. Wenn wir jetzt draufgehen, dann ist das halt Pech. Die haben zwei Helis. Also, das wäre nicht, um unsere Lieferung zu klauen, sondern einfach nur, um den Spaß, um uns zu töten. Und das hätte der gerade schon machen können. Wir haben keine Waffen, der hat eine. Alter. Das Ding ist immer noch nicht voll. Alter, sind wir Schisser, ey. Das sind die Megaschisser. Was meinst du, was da gleich abgeht, wenn wir da mit so einem dicken Truck dann ankommen? Na, was. Moin! Das Geschäft brummt. Macht ihr jetzt immer so Lieferungen mit dem Heli oder was? Ja krass, wie viel passt denn ein Heli rein?
Was macht ihr mit einer Fuhre dann? So. 240.000 pro Fuhre, Alter. Ja, pro Heli. Aber unreines Kokain kann man nicht mehr verkaufen, oder? Ah, okay. Weil das ging mal eine Zeit lang. Ja, die Kunden sind anspruchsvoller geworden. Scheiß Fixer. Vielleicht könnt ihr aber aus denen herauskitzeln, was die mit uns vorhatten. Der wollte, glaube ich, ist voll nur sagen, dass das okay ist, dass ihr sammeln kommt. Der ist auch zu uns gelaufen gerade. Wir haben uns irgendwo versteckt ein bisschen. Der kam angelaufen, so, hey, ich wollte sagen, ihr könnt ruhig veredeln. So, ich veredel gerade Christian die ganze Zeit schon. Hardy. Ja. Dein Inventar noch. Zu den Rebellen, oder was macht ihr? Ich verstehe dich leider nicht, Peter. Dein Inventar noch. Ja, das ist doch leer, oder? Ja, aber das soll voll sein mit Coca-Blättern. Ach so. Ah, ja, okay. Macht Sinn. Boah, ich weiß nur überhaupt nicht, wie wir sofort am besten fahren zu dem. Ey, habt ihr gehört, der Typ hat gerade gesagt. Der Typ hat gerade gesagt, wenn ihr nicht einen Offroader gehabt hättet, sondern etwas Größeres, hätte ich euch nicht einfach so fahren lassen. Alles klar. Okay, was meint er damit? Dass er das uns abgezogen hätte oder was? Alles klar. Was man hier natürlich auch machen kann, ist, wenn du Waffen hast, irgendwie den Kuka-Veredler belagern und dass die Leute dann irgendwie 40% zahlen müssen, dass sie da überhaupt drin sind. So, Chris, das kannst du mir deins auch noch geben, weil du dabei hast. Ich hab noch eins. Ja, immerhin. Mehr kann ich ja nicht tragen. Okay, also wir sagen halt gerade. Wir müssen einen ziemlichen Umweg fahren, aber anders geht es nicht. Ja, das habe ich denen auch schon gesagt. Also ihr müsst echt aufpassen mit den Helis. Der Typ sagte gerade, wie gesagt, wenn wir was Größeres als einen Offroader gehabt hätten, hätte der uns nicht einfach fahren lassen. Na guck mal, die Zentralbank wird ausgeraubt, das ist perfekt. Das heißt, die Bullen sind gerade hart unterwegs. Es hat unsere Kohle auf dem Konto verschwunden. Hast du das eine Versicherung? Ja, aber ich habe keine Versicherung. Die Kohle hast du noch im Konto. Ach, fahr mal ohne Licht halt. Ach, du fährst eh ohne Licht. Vielleicht sollten wir die Kohle dann nicht direkt einzahlen, oder? Moment, heißt das, die haben jetzt hier nur noch einen Heli? Nee, die haben da nur kurz drauf geschossen, um ihn zu reparieren. Ah, okay. Moment, die haben da drauf geschossen, um ihn zu reparieren? Keine Ahnung. Die ballern hier auf den Heli. So. Bin durch. Alles klar, dann zurück zum Drohnen. Was man eigentlich machen müsste? Eigentlich müssten wir den. Nicht die Platt fahren. Nein, das nicht. Wir müssten denen sagen, wir müssten den Bullen jetzt sagen, dass die gerade, dass die auf dem Weg zum Kokainfeld sind. Wenn ihr da weg seid. Das wäre mega geil. Sag mal Bescheid, wenn ihr losgefahren seid, dann schreibe ich dir. Wir sind schon losgefahren. Aber meinst du nicht, dass die dann die Chance haben, uns noch zu sehen? Ja, eben. Aber die fliegen da jetzt direkt wieder hin. Ja, aber die Polizei ist doch gerade mit der Zentralbank beschäftigt. Dann sollten wir die vielleicht nicht auf die Idee bringen, sich mit der Kokainroute auseinanderzusetzen, oder? Ja, vielleicht ist schon genau wieder. Jetzt checkt noch mal ab, ob ihr die Karre verkaufen könnt. Weil ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob... Ja, das ist gerade auf dem Rückweg wieder zum Drogendealer zurück. Komm mal runter. Ja, ich meine nur, ja, wenn die aber da irgendwie voll den Stress machen bei dem Veredler, dann weiß ich nicht, ob die bessere Taktik wäre, das Ding einfach zu verticken. Ihr müsst viel Drogen besser aufpassen, Nadi, dass ihr großen Abstand zu den Helis haltet. Die werden euch nämlich ausrauben. Genau. Das hat er eben gesagt. Er hat gesagt, wenn wir einen LKW gefahren hätten, hätte er uns weggesnackt. Deswegen sage ich ja, wäre es nicht vielleicht intelligenter, die LKW einfach direkt zu verticken? Kannst du den eh nicht verkaufen, kann ich dir jetzt schon sagen. Was hast du gerade gesagt, Peter? Ich glaube nicht, dass du den verkaufen kannst. Ich glaube das auch nicht. Weil das wäre dann viel zu lukrativ, einfach den ganzen Tag den Leuten die Autos wegzusnacken und zu verticken. Weil du machst dann mit den Kokainfuhren, weißt du, machst du dann deine... Okay, per Heli haben die gesagt, machen die 200.000 pro Heli. Und ansonsten snackst du einfach die 3 Millionen Karren weg und vertickst die für anderthalb, weißt du. Adi, wir haben jetzt übrigens keine Chance, uns rauszureden, wenn wir angehalten werden. Also wir haben Kokain dabei, und zwar in Massen. Wir fahren beide gestohlene Fahrzeuge. Ja. Also ich glaube, wenn er drauf ankommt,
Ab durch die Mitte. Ja, ja. Ja, Hartgas. Hartgas mit 50. Aber mich würde mal interessieren, ob die mit ihrem pubbeligen Offroader dann versuchen können, den dicken LKW abzudrängen. Das können die knicken, glaube ich. Ich guck einfach Peter hinterher. Gut, dass die das gesagt haben. Von wegen, also... Die, war ja klar, dass die nichts Gutes im Schilde führen, die Arschkekse, ey. Hallo, die verdienen ihr Tagesgeschäft mit Drogenhandel. Natürlich sind das Arschlöcher. Genauso die fliegen wie auch gerade wieder, wo, die werden jetzt erstmal zum Drogenhändler fliegen. Und danach fliegen die von da aus wahrscheinlich wieder zum Coca-Feld. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, die dürfen eigentlich relativ safe sein, die sind gerade weggeflogen. Na, das Problem ist halt, in unser Inventar halt nicht so mega viel reinpackt. Fast irgendwie, das müssen wir... Ja gut, aber wie gesagt, der Weg sollte erstmal frei sein. Ist halt die Frage, wie schnell das... Wobei, ich kann mich doch auch direkt mit dem Auto an den dran stellen. Der ist, glaube ich, in einem Gebäude. Der ist in der Halle, der Veredler. Du musst draußen parken. Ah, was? Peter, mach mal nicht so schnell, ich komme den Berg nicht so gut hinterher. Okay. Ah, kack, die Karre nehme ich gerade mit 40 km/h nämlich hoch. Wir müssen gleich ein Stück über die Hauptstraße fahren, dann müssen wir Glück haben. Lass mich erst fahren. Okay. Gleich. Ich sag dir Bescheid. Ey, Bram, der hat schon eine ganz gute Orientierung. Ja, gerade. Der ist unser Fahrer. Ich frag mich ja, ob man irgendwie Geld casht, wenn man halt was von einem Deal weiß, weißt du, und dann quasi so Whistleblower ist. Ach so, dass du den Bullen sagen kannst, hier für 20.000 habe ich da Informationen. Da ist halt die Frage, was die gegen die machen würden, weißt du. Ich meine, wenn da ein Polizeihubschrauber ankommt, wie viel waren da drin? 3? Oder waren die auch zu viert? Ich glaube, das waren 3 Hubschrauber. Das sind nicht viele Leute. Nee, von der Polizei, weil da kommen dann 2 Polizisten an gegen 2 Hubschrauber mit 4 Leuten, die hart bewaffnet sind. Die sehen übrigens aus wie Polizeihubschrauber, hat er gesagt, damit die von Banditen nicht so schnell überfallen werden. So, weiter geht's. Oh. Warum können wir kein Kupfergeschäft machen, ey? Jetzt wurde der Ding out. Wäre nicht so spannend. Das stimmt wohl, ja. Okay, es gibt vielleicht einen Bonus, wenn man was von dem Deal weiß. Ah, du hast gerade nachgefragt? Ich habe gerade Heavy gefragt. Ja, vielleicht ist mir zu... ist mir zu vage. Blöde. Weil dann sagen die Bullen wieder, oh nee, da können wir leider nichts machen. Und? Wenn dann so Arschloch-Bullen hast, gucken. Dann verraten die dich. Moment, da hupt da einer. Ich höre einen Heli. Alter, was ein Bremsweg das Ding hat, ey. Was ist jetzt der Plan, Peter? Ich muss kurz auf die Karte gucken. Okay. Achso, ja klar, das werden die Helis sein, die zum Drogendealer geflogen sind. Mhm. Fuck, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir da? Nee. Sind wir hier? Habt ihr kein GPS? Doch, doch. Okay. Ah, hier sind wir, alles klar. Jetzt rechts rum, da. Links, links, alles klar. Ich hab dir geschrieben, dass vielleicht uns zu blöde ist. Oh, Bankraub ist fähig. Aus unbekannten Gründen. Boah, die hätten sich ruhig noch ein bisschen länger mit denen aufhalten können, ey. Oh ja.
Dann müssten die Helis ja jetzt eigentlich noch im Autohändler stehen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen länger beschäftigt, die Sachen zu verticken. Ja, ist der Typ, der dem, Oh, Peter! Alter! Rechts, da rechts stand auch ein Quatsch. Du musst jetzt mir sagen, müssen nicht wie hier links abbiegen. Oh, okay. Ich habe ja einen Bremsweg von 500 Metern. Wir folgen jetzt der Straße. Und fahren jetzt wieder die nächste links. Hier. Okay. So, jetzt kommt der Highway. Mhm. Ich sehe gerade nichts. Jetzt müssen wir echt so schnell sein wie möglich. Ah! Was? Naja, ist cool. Okay. Fahr nicht so mega schnell. Ich muss. Wobei, du kannst ruhig geradeaus. Du musst mir nur sagen, wenn du irgendwo abbiegst, aber fahr ruhig mal. Und wenn du Bullen siehst, dann verschwinde ich direkt in der Pampa oder versteck mich hinter einem Haus oder so. Also, gerade sehe ich noch nichts. Wir müssen in 400 Metern rechts abbiegen. Metern. Ach krass, guck mal, der Kokainpreis ist gesunken. Das erste habe ich für 2630 100. verkauft, das zweite für 2627. Ja. Okay. Das heißt, der sinkt sofort. So, Peter, wenn wir gleich Heli-Motoren hören, dann machen wir, geben wir sofort Fersengeld. Ja, nur was heißt das bei dir? Gibst du nicht gerade sowieso schon Fersengeld quasi? Ich muss sofort nochmal auf die Map gucken, weil wir ein Stück vom Highway weg sind. Okay, wir können ja wieder einsteigen, wir sind jetzt clean. Und wir fahren jetzt zum Autohändler und verhandeln da mit der Polizei, ob wir denn die ausliefern können gegen Gebares. Echt jetzt? Ja. Oh, geil. Was machen wir, wenn die fragen, wo wir die gesehen haben? Kokainfeld, da haben wir nichts dabei. Stimmt, wir waren bei DP4. Genau, wir waren bei DP4 und haben uns mit denen unterhalten. So, wir waren hier halt kurz rechts an. Kraut Son Goku war das. Fliegen mit zwei Polizeihubschraubern. Ja, sehr gut. Hm? Wie weit habt ihr das denn noch bis zur Folge? Wir haben noch echt ein ganzes Stück. Okay, nächste Markierung gesetzt. Hast du eigentlich noch Essen dabei, Peter? Ja, eins. Scheiße. Gibt nämlich auch nur noch eins. Ich meine, das hält jetzt vielleicht noch, aber auch nicht mehr so megamäßig ewig lange. Okay, wir treffen uns hier vorne an der Kirche. Wenn ihr schon in der Stadt seid, kauft mal Essen bitte. Und bringt das mit, falls wir uns irgendwo treffen. Ja, wir sind keine Ahnung, 7 Kilometer von dir entfernt, Hadi. Was stellst du dir eigentlich vor, wie schnell wir sind? Keine Ahnung, das hält ja auch so schnell noch. Wie er. Aber es wäre trotzdem ziemlich blöd, wenn Hadi verhungern würde. Ja, noch geht's. Da vorne aber ist auch eine Stadt, Hadi, aber da können wir schlecht mit deinem Auto reinfahren. Kannst auch essen, ne? Also, weil Essen stellt ja nur 20 wieder her, das macht nicht okay, voll. Okay, pass auf, ne? Wir machen das so. Ich gebe dir mein komplettes Geld und du kriegst einen Geldautomaten. Ich verhandle dann mit dem. Ich habe halt jetzt mega viel Bargeld dabei. Naja, wegen dem Verticken. Ich im Zweifel doch ab. Ja, bitteschön. Drogenschmuggelware im Wert von 200.000 konfisziert, zweimal. Lol, das waren die Helis. Lol. Oder? Ram? Müsste ja eigentlich sein, wa? Bist du in der Age hier? Kannst einsteigen. Ja, dann werden das die Helis gewesen sein. Sehr nice. Dann haben wir. Sehr gut, Peter, dann haben wir die jetzt aber zumindest. Oh, scheiße, dann werden die sich wahrscheinlich gleich. Da ist das nicht ein CH-49 Mohawk? Ist das nicht ein Heli? Könnte doch, sein, das ist doch der Krauts. Ja, das ist von den Krauts. Dann haben wir auch keine Informationen mehr.
und der zweite Mohawks oben schlagnahmt. Dann haben die Helis erwischt, ja. Ach du Scheiße, okay. Dann waren die wahrscheinlich gerade beim Kokerfeld. Hier müssen wir rechts, Hardy. Das heißt aber, dass die gleich zu dem anderen Dings fahren werden. Warum das denn? Meinst du nicht? Irgendwie doch erwischt. Ja, das kann natürlich sein. Ja gut, dann können wir trotzdem zum Autohändler fahren. Christian, lass mal deine Schlüssel fallen von dem Auto. Ja. Hoffentlich verkaufen uns die Krauts nicht. Warum? Wenn du durchsucht wirst und die Frage ist dann doch nach dem geklauten Auto, hast du keine Schlüssel mehr, keine Beweise, du hast gerade das Bargeld dabei. Wenn du mich konfiszierst, ist alles weg. Achso, okay. Kann ich dir ja wiedergeben. Wenn ich auf Fallen drücke, passiert da nichts. Hardy? Ja? Ich steige einfach aus und werde da hinten Auto, da hinten ist was, versteck dich irgendwo. Kann ich aussteigen? Wo ist ein Auto? Bei dem Drogendealer da hinten. Geht's schon? Irgendwas ist da. Ich werd mal eben. Okay, ich hab mich in die Büsche gestellt. Wo sind wir denn gerade, Brom? Ja, wir brauchen noch ein gutes Stück. Deswegen steck ruhig wieder ein. Lass mich das mal kurz überprüfen. Okay. Ja. Ja, warte, ich versuch mal eben die Schlüssel fallen zu lassen. Schlüsselbund. Da fliegt übrigens ein Heli. Fallen. Oh ja, stimmt. Recht, dann versteck dich gut. Ich kann den nicht wegschmeißen. Der ist aber... Ich glaube, das ist ein Auto. Ich glaube, das ist ziemlich genau über der Coca-Veredelung. Ja, siehst du diese Halle mit dem Turm? Das ist die Coca-Veredelung, ja. Soll ich kommen? Moment, ich gucke, ob ich da noch was sehe. Jetzt sehe ich da nichts mehr. Okay. So, da hast das ist ein Hamdi. Vorsicht, Bram. Das ist jetzt... Meint ihr uns? Keine Ahnung. Wo bist denn du, Hardy? Ich stehe hier. Und vielleicht? Ich bin jetzt wieder auf der Straße und fahre. Okay, soll ich dir daherkommen? Ja. Warte, meint wirklich uns. Meint wirklich uns. Schmeiß mal die Dietrich hier weg. Ja. Habt ihr noch Kokain? Hallo. Hallo. Wir haben DP4 ja, gemacht, Bram, ne? Ja. Nie wegen dem Geld fragen. Also, können wir kurz aussteigen. Geile Karre hast du. Geile Karre hast du. Schickes Auto. Ah, hier müssen wir wir beziehen uns auf Regel 7, der Serverregeln. Ihr habt keinen generellen Verdacht gegen uns, deswegen gestatte ich nicht, dass wir durchsucht werden. Soll ich dir immer noch hinterherfahren, Peter? Ja, mag ja sein, aber wir haben trotzdem nichts gemacht. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, deswegen beziehe ich mich trotzdem auf Regel 7 und möchte nicht durchsucht werden. Ja, das spielt keine Rolle. Die gilt für alle. Die gilt auch für Sondereinsatzkommando. Wenn kein richtiger Verdacht steht, also ich habe die Regeln gerade gelesen. Und ja, ist kein Problem. Wo bist denn du eigentlich hin, Peter? Ja, hier bei dem Gebäude. Versuch dich hier irgendwo richtig hart zu verstecken. Weil hier halten wir uns jetzt was länger auf. Okay, wo soll ich mich denn da richtig hart verstecken? Ich sehe nicht mal was. Ach, da hinten läufst du rum, Bram, wa? Weißt du, was man bei den Delivery Missions fährt? Ne, weiß ich nicht. Okay. Nicht hupen! Okay. Ich muss da irgendwie parken, weißt du? Ich dabei musst du nicht hupen! Du fährst Pakete, Christian. Du fährst ganz normale Pakete, die hast du nicht mehr im Inventar. Okay. Alles gut. Ich stell den jetzt einfach hier hin, ja? Ist er versteckt? Nein. Okay, ich komm zu dir, warte. Ich sehe mich sonst nichts hier. So. Geh mal in die Third Person. Bin ich ja. Ich musste nur das Licht hier anmachen. Wie soll ich so ein Teil denn verstecken, du Schlauberger, ey? Wenigstens nicht im Licht parken.
checken, ob wir auf der Fahndungsliste stehen. Habt ihr Kokain im Auto? Nein. Nein. Wir haben alles vertickt, wir haben nur Geld dabei. Okay. Wie viel habt ihr gemacht? Was? Okay, was muss ich denn da machen? Reinrennen und dann? Nichts. Du kannst nichts machen. Zu dem Typen und dann veredeln. Er kann nicht veredeln. Du kannst nicht veredeln? Ich kann veredeln, du nicht.